Me got the good stuff, man. Nochmal eine Desaktive. If you are lost in darkness, we are here to help. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Farm. Nein, warte, wir sind schon wieder auf der Farm. Wie viele Erfolge gibt es denn hier? Die Antwort lautet ja. Jetzt geht es um den Erfolg Beacon of Hope. Strahl der Hoffnung. Mir geht's auch hier wieder darum, dass ihr eure fehlenden Quests ganz einfach findet, um den Erfolg endlich abzuschließen. Ich hatte diese eine Quest zwar schon mal im Log und habe sie einfach vergessen zu machen. Es sind sehr viele Quests, die dort abgeschlossen werden können und man verliert leicht den Überblick. Insgesamt werden 17 verschiedene Quests benötigt und das sind 8 unterschiedliche Keyflames. Dieser Erfolg verlangt von euch, Schlüsselflammen, also Lesser Keyflames, anzuzünden und alle Quests, die dort zu finden sind, abzuschließen. Leider sind die Quests random, welche die NPCs zur Verfügung stellen. Je nachdem braucht ihr halt unterschiedlich viele Radiant Remnants, ob ihr schon mit dem Erfolg angefangen habt oder wo ihr halt feststeckt und was euch noch fehlt. Also müsst ihr halt welche sammeln, wenn ihr keine habt. Ich zeige euch jeden Standort der verschiedenen Lesser Keyflames und welche Quest ihr dort bekommen könntet. Einige NPCs haben mehr als eine Quest, die Quests können sich mit dem Weekly Reset ändern, müssen das aber nicht. Ihr braucht natürlich für jedes Aktivieren einer Keyflame Radiant Remnants, habe ich aber schon gesagt. Gehen wir mal ein paar Lichter anzünden. Es ist egal, wo ihr anfangt. Wäre ja noch schlimmer, wenn man das in einer gewissen Reihenfolge machen müsste. Seraphin Seedheart. Seraphin Saatherz wird bei dieser Lesser Keyflame beschworen, nachdem sie angezündet wurde. Sie kann eine von 2 unterschiedlichen Quests haben. Harvest Havoc, die Kürbisbedrohung und Squashing the Threat, Erntechaos. Chef Dinari. Chefkoch Dinari gehört zu der Lesser Keyflame bei den Koordinaten. Er hat 3 verschiedene Quests, The Sweet Eclipse, die süße Eclipse, Shadow of the Flavor, Schatten mit Aroma und Blossoming Delight, blühende Gaumenfreunde. Nummer 3. Direkt in der Nähe von dem Koch steht bei dem Haus hier Jorvas Flintstrike. Jorvas Zauberschlag, der bietet euch die Quest Lost in Shadows, in den Schatten verloren und Sporadic Growth, sporadisches Wachstum. Nummer 4. Aubrey Irongear. Aubrey Eisenzeug gehört zu der Keyflame bei den Koordinaten, besitzt auch wieder 3 verschiedene Quests. Tata Troll, Erdäpfelernte. Right between the Gyro Optics, genau zwischen den Gyro Optik Modul und Seeds of the Salvation, Saat der Rettung. Nummer 5. Terry Blightstone, Terry Bilgestein, dort gibt es dann 2 verschiedene Quests. Chew on that, da habt ihr was zum Beißen, und Hose it down, herunterspülen. Nummer 6. Erol Elimore. Auch hier wieder 2 verschiedene Quests, Supply the Effort, Vorräte für die Anstrengung und Web of Manipulation, Netz der Manipulation. Nummer 7. Attica Whisk Whale, Attica Schnurrtal. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn, denn er hat auch eine Quest für ein Pet. Aber für den Erfolg gibt er euch 2 verschiedene Quests, Glow in the Dark, ein Leuchten im Dunkeln und Lizard Looters, Echsen ergreifen. Und ganz am Norden ist dann auch nochmal eine Lesser Keyflame zu finden und hier bekommt ihr bei dem Käfig die Quest Crab Grab, Krabbe schnappen. Es ist jede Woche die gleiche Quest. Ich hoffe, ihr findet nun den NPC, der euch vielleicht oder vielleicht auch nicht die Quest gibt, die ihr sucht. Vergesst nicht, dass es sein kann, dass die Quest erst einmal lange nicht auftaucht und ihr jeden Weekly Reset wieder schauen müsst, ob der NPC eine Rose, die richtige Quest für euch hat. Mir hatte lange die eine Quest vom Chefkoch gefehlt, denn er hat eine Quest, die nicht direkt auf der Farm abgeschlossen wird. Denn für die Quest Blossoming Delight müsst ihr in den nahegelegenen Delf Micromancer covern, um die Quest-Items zu finden. Es reicht auf T1 reinzugehen und nur die Pilze zu looten, weil ihr müsst diesen Delf nicht abschließen, um die Quest abschließen zu können. Also ist das die Quest, die euch fehlt? Der Chefkoch hat sie, ihr müsst in den Delf reingehen und die Pilze looten, die stehen halt dort rum. Und dann habt ihr endlich vielleicht auch euren Erfolg. Natürlich findet ihr wieder alle Koordinaten und alle anderen Infos, die ihr braucht, in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ich habe jede einzelne Keyflame gut gehighlightet, wo sie steht und welcher NPC das ist.
Also viel Spaß dabei, den Erfolg endlich abzuschließen. Eure erfolgsüchtige Trollelfe. Bis zum nächsten Mal. Be strong, my friend.